7-3-3, also das ist schon... Schon nochmal eine andere Liga hier am Boden. Und es geht um die Plätze auf dem Siegerpodest. Julia Steingruber aus der Schweiz. Weltklasse, fünfte bei den diesjährigen Weltmeisterschaften beim Bodenturnen. Doppelseite gestreckt hier in der ersten akrobatischen Bahn. Hoch, unglaublich hoch, wie Julia Steingruber springt. Auch sie zeigt hier eine wirklich schöne Übung. Leider hatte sie bei der letzten Bahn einen kleinen Standfehler. Ich denke, das ist immer besonders wichtig, den Kampfrichtern ganz zum Schluss nochmal einen richtig guten Stand anzubieten, weil der letzte Eindruck einfach immer noch ein bisschen länger haften bleibt. Aber sie ist hier sichtlich zufrieden mit sich. Also ich finde, dieses Bodenturnen zum Abschluss des Weltcup-Turniers in Stuttgart ist auch bei der Anmut und Grazie der Turnerinnen eine glänzende Einstimmung aufs erste Adventwochenende. Da stecken so viele Emotionen drin. Und es ist ja fast, wenn man das so anschaut, fast eine eigene Sportart innerhalb der Sportart, Turnen der Frauen. Ja, durch die Musik kommen da einfach noch ganz andere Komponenten dazu. Man ist nicht ganz so auf sich allein gestellt. Man hat eine Musik, an der man sich orientieren kann, die man irgendwie ein Stück weit auch mitlebt. Und das macht das Bodenturnen eben zu was ganz Besonderem. 14,066 total.